Im heutigen Türchen habe ich etwas für die Game of Thrones Fans unter euch. Ein Insider-Buch aus dem Riva Verlag. Ich bin gespannt, wie ihr es findet, vor allem, weil ich selber noch nicht wirklich was mit Game of Thrones anfangen kann. Aber ich weiß, dass sehr, sehr viele es mögen, deswegen freue ich mich, euch das Buch heute zur Verlosung vorzustellen. Da. Das Insider-Wissensbuch über die Erfolgsserie Game of Thrones ist im Riva Verlag im November erschienen, hat 368 Seiten, kostet als E-Book 12,99 Euro und als Taschenbuch 16,99 Euro. Wer mich auf Instagram verfolgt hat, hat vielleicht gesehen, dass ich jetzt gerade angefangen habe, endlich Game of Thrones zu gucken. Deswegen konnte ich mit diesem Wissen aus dem Buch noch nicht so viel anfangen und wollte jetzt auch nicht zu sehr reinlesen, weil ich Angst habe, dass ich mich irgendwie spoilern könnte. Was ich aber gehört habe, von Game of Thrones Fans, die eingefleischt sind und alle 8 Staffeln geguckt haben und denen ich das Buch unter die Nase gehalten habe, dass die das Wissen schon interessant fanden, vor allem weil es von einer Journalistin wirklich geschrieben worden ist und nicht irgendwie einfach von irgendwelchen Amateuren, sage ich mal, zusammengetragen worden ist, was du eh schon irgendwie googeln könntest, sondern es ist von Kim, einer Journalistin aus Amerika, die auch bei Insider arbeitet, verfasst worden und es ist sehr kurzweilig geschrieben. Und ja, was ich gehört habe, ist, dass es auf jeden Fall sehr informativ ist auf den 368 Seiten. Um vielleicht auch Leute, die gerade dabei sind, das noch zu gucken oder so wie ich gerade jetzt angefangen habe, noch gar nicht geguckt haben, aber daran interessiert sind, nicht zu spoilern, lese ich euch einfach in der Hörprobe gleich das Vorwort vor von der Kim. Und dann bekommt ihr vielleicht schon mal einen Eindruck, in welche Richtung es gehen könnte. Sie ist auch selber Harry Potter Fan und vielleicht crossovert sich das ja so ein bisschen tatsächlich mit Game of Thrones. Die Leute, die doch was skeptisch sind mit Game of Thrones, so wie ich. Ich weiß noch nicht, ob der Hype so wirklich gut ist, ob das was für mich ist. Und dann sehen wir uns am Ende der Hörprobe und ihr erfahrt, was ihr tun müsst, um eins der 2 Bücher, die ich verlose, zu gewinnen. Einleitung. Liebe Leserinnen und Leser, ich muss Sie warnen, dieses Buch ist voller Spoiler für die komplette Serie. Wenn Sie also ein absoluter Game of Thrones Noviz sind, der die Serie völlig unvoreingenommen sehen möchte, legen Sie sich bitte ein Lesezeichen an diese Stelle und lesen Sie erst weiter, wenn Sie die komplette Serie gesehen haben. Ich hoffe, dass Sie gerade im Buchladen, einer Bibliothek oder auch zu Hause sind und dieses Buch aufgeschlagen haben, weil Sie wie so viele Millionen andere auch Game of Thrones lieben. Ob Sie nun George R.R. Martins Romanserie Das Lied von Eis und Feuer gelesen haben, die er 1998 begonnen hatte, oder letztes Jahr die ersten 7 Staffeln in einem Rutsch geguckt haben, um dann 2019 das große Finale zu verfolgen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an meinem Buch. Ich bin wie viele andere auch 2011 über die Fernsehserie auf HBO auf George R.R. Martins Werk gestoßen und liebte die Serie von der ersten Folge an. Königreiche, Gesetzlose, Bromir, Wolfswelpen, Sex, was brauchte ich mehr? Mir war auch klar, dass ich die Bücher lesen musste, auf denen die Serie beruhte. Als glühender Harry Potter-Fan war mir klar, wie gewaltig die Unterschiede zwischen Buch- und Filmadaption sein konnten. Wenn mir aber gefiel, was ich sah, würde ich mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Bücher lesen wollen. Ich kaufte mir also 4 gebrauchte und leicht abgeschabte Bücher. Ich verschlang die ersten Kapitel von A Game of Thrones, Der Winter naht. Und mir war sofort klar, dass ich da etwas ganz Besonderes in der Hand hielt. Schon bald war auch ich einer dieser rücksichtslosen New Yorker, die ein Buch lesen durch die Straßen laufen, immer wieder fast in den Verkehr stolpern und andere Fußgänger anrempeln, während sie Seite um Seite lesen. Sobald sie im Laden war, kaufte ich mir die gebundene Ausgabe von A Dance with Dragons. Ein grimmiger Feind, ein treuer Freund. Ich hatte Mühe, dieses Ungetüm zusätzlich zu meinen Lehrbüchern durch die New Yorker U-Bahn zu schleppen, aber ich konnte einfach nicht aufhören zu lesen. Jetzt kommen Namen, die ich nicht aussprechen kann. Bitte seid mir nicht böse. Während ich mich in Daenerys Targaryen, Jon Snow und Arya Stark verliebte, stieß ich auf Reddit, die Titelseite des Internets. Ich nannte es anfangs eine Jauchegrube der Misogynie, fand aber bald auch die Perlen zwischen den blühenden Threads der Startseite. Ich entdeckte, dass es für nahezu jedes der denkbaren Themen oder Hobby ein Subreddit, also eine Untergruppe gibt. Selbstverständlich auch für A Song of Ice and Fire, das Lied von Eis und Feuer.
Ich wurde schnell süchtig nach der Seite, fasziniert von all den kleinen Details und versteckten Hinweisen, die ich beim ersten Lesen der Bücher übersehen hatte, verschlang ich jeden Thread. In diesen Diskussionsketten stieß ich zum ersten Mal auf R plus L gleich J. Die Theorie zur Abstimmung John Schnees, die so perfekt und beliebt war, dass man sie praktisch als Fakt handelte. Hier lernte ich auch meine erste wichtige Lektion zum Thema Internet und Spoiler. Meine Besessenheit von den Büchern und später von der Serie kannte keine Grenzen mehr. Im Januar 2014 machte ich meinen Abschluss am Hunter College und heuerte bald darauf bei einer Zeitarbeitsfirma an. Die vermittelte mich auf eine Vertretungsstelle als Büroassistentin bei einer digitalen Mediafirma namens Business Insider. Ich wurde schnell ein unverzichtbares Mitglied des wachsenden Teams und verbrachte meine Zeit damit, die Küche mit Snacks und Sprudel aufzufüllen und Mac Minis für die neu angeheuerte Angestellten einzurichten, während ich das Treiben in der Redaktion beobachtete. Ich wurde mit der Zeit fest übernommen und machte meine ersten Schritte hinter den Kulissen von Journalismus, digitalen Medien und Online-Content. Eines Tages füllte ich den Kühlschrank auf und plauderte mit einem Redakteur über das anstehende Wochenende und wir kamen auf Game of Thrones. Wir unterhielten uns über die Serie und wie weit sie von den Büchern abweicht. Mein Kollege war überrascht, dass ich tatsächlich nahezu alles über die Welt von George R. R. Martins Figuren und die Fernsehadaption wusste. Er sagte, wenn du irgendwann mal was für Business Insight über die Serie schreiben magst, sag einfach Bescheid. Und damit änderte sich mein gesamtes Leben. Ich begann also in meiner freien Zeit neben meinen Büropflichten Artikel über George R. R. Martins Pläne für die Buchreihe und darüber zu schreiben, wie HBO die Figuren und Rollen für die Serie verändert hatte und künftige Wendungen andeutete. Das Unternehmen wuchs und es entstanden neue Teams. Als Verantwortliche für die Einrichtung der Mitarbeitercomputer und die Küchenvorräte kannte ich schlicht jeden in der Firma und wusste, welche Jobs demnächst ausgeschrieben wurden. Als ich die Ausschreibung für eine Junior-Redakteurin für die Kulturredaktion las, bewarb ich mich. Binnen 3 Monate war ich eine feste angestellte Reporterin und schrieb neben Game of Thrones auch über andere Trends in der Internetkultur und in der Unterhaltungsindustrie. Heute lebe ich in Los Angeles, werde für Podcasts angefragt und nehme an Events wie Con of Thrones teil, oftmals fassungslos, dass ich über diese Welt von Game of Thrones schreiben darf. An dem Tag, an dem ich die Pilotfolge sah, habe ich unabsichtlich einen neuen Weg eingeschlagen, auch wenn es Jahre gedauert hat, bis diese Veränderung wirklich sichtbar wurde. Ich bin damit nicht allein. Diese Fernsehserie hat Tausende von Leben verändert, Liebe, Arbeitsplätze, Freunde und Freude für unzählige Fans in aller Welt geschaffen. Mit diesem Buch möchte ich diesen Fans ein kleines Stück der Freude zurückgeben, die sie in meinem Leben gebracht haben. Können wir in den Minuten, Stunden, Tagen oder sogar Monaten direkt nach dem Serienfinale überhaupt die Wirkung eines kulturellen Kolosses wie Game of Thrones einschätzen? Wie Tyrion Lannister am Ende des Finales so klug zu Jon Schnee sagt, frag mich in 10 Jahren nochmal. Vielleicht kann ich dann wirklich beschreiben, was diese Achterbahnfahrt von einer Serie für mein Leben bedeutet hat. Bis dahin folgen Sie mir auf einer Entdeckungsreise durch die Entstehung von Game of Thrones, wie die Serie die Popkultur geprägt hat und was einige der großen Sternstunden der Fernsehgeschichte wirklich bedeuteten. Kim Renfroh, Entertainment-Korrespondentin für Insider. So, ich habe mich ein bisschen schwer getan, eine Frage zu finden, die was mit Game of Thrones zu tun hat, ohne mich nachher selber mit den Kommentaren von euch zu spoilern. Ich habe überlegt, ob ich sagen sollte, welcher ist euer Lieblingstod? Wen würdet ihr ganz gerne wiederbeleben? Es ist schwierig. Deswegen würde ich ganz gerne wissen, welches Team seid ihr? Es gibt ja anscheinend mehrere Teams, habe ich mir sagen lassen. Und was ist vielleicht eure Lieblingsperson aus Game of Thrones? Da das Buch tatsächlich nur für Game of Thrones-Liebhaber wahrscheinlich gedacht ist, solltet ihr mit der Frage wahrscheinlich was anfangen können für die, die das Buch wirklich haben wollen. Und dann sehen wir uns morgen bei den nächsten Türchen. Ich freue mich auf euch. Tschüss!